Hi und herzlich willkommen bei Näh mit mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Textilstiften und auch Textilfarbe eine Hose oder auch jedes andere Kleidungsstück ganz einfach bemalen kann. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir heute alles brauchen, um eben diese Jeanshose bemalen zu können. Und das wären zunächst einmal natürlich unsere Textilstifte, die es wirklich in jeder Preisklasse zu finden gibt. Ich habe mich jetzt hier für ein relativ großes Farbset entschieden, was ich im Internet bestellt habe. Und ich muss sagen, ich bin auch wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, denn die Farben geben wirklich die Farbe wieder, die eben hier auf den Kappen auch zu finden ist. Ich habe euch das Set auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Stoffmalfarbe in Weiß als Grundierung eben und dazu natürlich noch einen Pinsel. Ich habe hier jetzt einen relativ schmalen Pinsel, damit man eben das Ganze relativ fein aufmalen kann. Und dann brauchen wir noch einen Bleistift und eben unsere Vorlage, um unsere Smileys auch vormalen zu können. Und am besten noch eine Pappe als Untergrund, damit eben die Farbe nicht durchdrücken kann. Einmal noch so ein Stück Pappe, um eben die Stifte zwischendurch ein bisschen zu säubern. Und noch ein Stück Jeanshose in Weiß, um eben zu sehen, wie die Farben auf einem weißen Stoff eben aussehen. Und zuletzt brauchen wir dann natürlich noch unsere Jeanshose, die wir dann bemalen können. Bevor wir jetzt anfangen, die Jeanshose zu bemalen, sollten wir zunächst einmal einige Dinge beachten und vorbereiten. Denn ähnlich wie beim Färben mit Textilfarbe ist es auch bei Textilstiften so, dass Naturstoffe wie Baumwolle, Jeans oder auch Leinen die Farbe am besten aufnehmen. Beim Mischgewebe kommt es dann immer darauf an, wie das Verhältnis ist. Da sollte am besten die Naturfaser überwiegen. Und wie der Stift bzw. die Farbe auf dem Stoff im Endeffekt wirkt, hängt immer auch von der Stoffart, der Faserdicke und der Oberfläche ab. Das heißt, da sollte man sich einfach vorher ausprobieren. Und je gröber der Stoff, desto gröber wird auch die Stiftfarbe aufgenommen. Das heißt, da sind dann feine Linien sehr schwierig zu malen. Das heißt, auf feinmaschigen und dadurch auch ebenmäßigeren Stoffen ist der Farbauftrag des Stiftes meistens einfacher. Zudem sollte der Stoff am besten nicht zu dünn sein, damit die Farbe auch nicht durchscheint. Und dann gibt es eben auch noch spezielle Farbstifte für helle und eben für dunkle Textilien. Dieses Set ist jetzt für helle Textilien, das gibt es aber auch noch für dunkle Textilien. Weiß ist aber natürlich immer auch am besten zu bemalen, weil eben die Farbe nicht verfälscht wird, aber bei normalen anderen hellen Farben funktioniert das auch sehr gut. Bevor man nun beginnt, das Ganze mit einem Bleistift oder einem wegwaschbaren Textilstift auf dem Jeansstoff aufzuzeichnen, sollte man sich definitiv das Motiv vorher überlegt haben und am besten auch einmal vorgezeichnet haben. Wenn man möchte, kann man das Ganze auch vorher schon auf Textil ausprobieren, um zu sehen, wie sich eben der Stift verhält. Und dann sollte man sich auf jeden Fall vorher die Größe und eben auch die Positionierung des Motives überlegen. Und wenn man zum Beispiel mit Schrift arbeitet, das heißt eine Schrift aufzeichnen möchte, ist es auch super hilfreich, wenn man zum Beispiel das Ganze auf gestreiften oder karierten Stoff macht, damit eben das Ganze gleichmäßig wird. Und dann sollte man sich eine Vorlage am besten machen, entweder hier eben eine Pappe ausschneiden oder so wie ich das machen werde, einfach ein Glas als Vorlage benutzen. Und zudem ist es wichtig, dass man eben den Stoff auch vorher einmal bügelt, damit es zu einem sauberen und schönen Ergebnis kommen kann. Wenn man sich das Motiv also jetzt genau überlegt hat und eben auch geschaut hat, wo das Motiv sitzen soll, kann man auch schon beginnen, das Ganze vorzuzeichnen. Dafür nehme ich mir eine Pappe und lege die einfach zwischen die Jeans, um eine gerade Unterlage zu haben. Und dann kann ich beginnen, mit dem Glas das Ganze vorzuzeichnen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Kreise für die Smileys vorzeichnen und kann dann im nächsten Schritt im Prinzip das Innere, also den Mund und die Augen der Smileys anzeichnen.
Nachdem man die Smileys jetzt soweit vorgezeichnet hat, kann man eben auch schon beginnen, die Stoffmalfarbe aufzutragen. Dafür lege ich jetzt erstmal ein Stück Pappe zwischen die Jeanshose, damit ein gerader Untergrund gegeben ist und eben die Farbe später auch nicht durchdrücken kann. Und dann nehme ich mir auch schon meine weiße Stoffmalfarbe. Bei der Jeans wollte ich halt ganz gerne mit weißer Grundierung arbeiten, weil es ein schöner Effekt ist, die Farbe der Textilstifte besser rauskommt und die Farbe sogar im Schwarzlicht leuchtet. Man kann aber definitiv auch nur mit den Textilstiften arbeiten. Und dann mache ich mir halt einen kleinen Klecks von der Farbe auf die Pappe, damit ich das später besser dosieren kann und beginne die weiße Farbe mit einem schmalen Pinsel auf den Stoff aufzutragen. Jetzt müsst ihr euch einfach mal herantasten und schauen, wie dick ihr das Ganze haben möchtet. Wenn man das denn soweit hat, kann man das eben bei allen vorgezeichneten Smileys so machen. Wenn man die weiße Grundierung, das heißt die Stoffmalfarbe, jetzt soweit aufgetragen hat und eben auch zufrieden ist mit dem Ergebnis, sollte man die Farbe definitiv 1 bis 2 Stunden oder sogar am besten noch etwas länger trocknen lassen und kann im nächsten Schritt dann eben mit den Stoffmalstiften das Ganze weiter ausfüllen. Sobald die Grundierung jetzt getrocknet ist, das könnt ihr einfach nachschauen, indem ihr einfach mit dem Finger mal da drüber geht, könnt ihr auch schon beginnen, mit den Stoffstiften zu malen. Dafür legt ihr auch wieder Pappe zwischen die Jeans, damit eben die Farbe nicht durchdrücken könnt und könnt euch dann eben die passenden Stifte raussuchen. Ich habe mich ja jetzt für Neonfarben entschieden, nehme mir also allerhand an Neonfarben, die ich in meinem Set finde und werde die jetzt im nächsten Schritt erst einmal auf einem weißen Jeansstoff ausprobieren. Das ist ganz wichtig, damit man später eben das Ergebnis schon so ein bisschen sieht. Das heißt auch weiß, wie später die Farben aussehen. Das heißt, ich probiere mich jetzt erstmal aus und schaue dann, für welche Farben ich mich final entscheide. Nachdem man jetzt alles soweit vorbereitet hat, kann man nun auch endlich die Textilstifte einsetzen. Die werden im Prinzip genauso angewendet wie zum Beispiel Filzstifte. Man trägt sie also jetzt auf die Grundierung auf und schaut, wie dick und wie stark man das Ganze haben möchte. Und das macht man jetzt einfach bei allen Smileys und muss die dann hinterher nochmal trocknen lassen. Falls ihr Probleme habt, dass ihr zum Beispiel schnell über die Smileys, die ihr schon bemalt habt, drüber kommt, könnt ihr auch super noch mit einer Pappe arbeiten, die ihr einfach unter die Hand legt, damit eben die Farbe nicht verwischen kann. Nachdem die Farbe jetzt vollständig getrocknet ist, kann man durch anschließendes Bügeln ohne Dampf die Farbe noch etwas fixieren. Und dann muss man eben je nach Produktbeschreibung schauen, wie man eben den Stoff später mit der Farbe waschen kann. Ich würde aber immer auch empfehlen, das Ganze einfach per Hand zu waschen, damit eben die Farbe länger hält.
So, hier könnt ihr jetzt nochmal das Endergebnis sehen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Auch, dass die Farbe so richtig schön durchkommt. Das hat wirklich dadurch, dass wir die Grundierung vorher aufgetragen haben, richtig gut geklappt. Das heißt, wir haben einmal das Weiß aufgetragen und dann eben unsere Neonfarben. Und dadurch kommt die Farbe jetzt auch richtig schön durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen und die Glocke abonnieren. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim selber ausprobieren.